So, ihr Lieben, und nachdem die Astrid euch relativ viel von der Hotelanlage schon gezeigt hat, klinke ich mich jetzt einfach mal noch ein, weil ich stehe in einer ganz anderen Ecke vom Seri-Hotel. Astrid ist ja jetzt vorne im Adults-Only-Bereich und macht das mal ganz unkonventionell mit meinem Handy, ohne Mikrofon, ganz unkonventionell, denn hier ist gerade Lunchtime und Astrid hat ja schon erzählt, wie toll man am Strand und auch am Pool sich den ganzen Tag Essen servieren lassen kann. Da geht es natürlich um eine Snackkarte, um eine Poolkarte. Aber wer hier das volle Programm haben möchte mittags, dem möchte ich das natürlich jetzt nicht vorenthalten, weil als Astrid losgegangen ist, war das noch nicht so richtig in Gange. Jetzt ist hier was los und ich mische mich einfach mal unter die Menge und zeige euch mal, wie hier im Seri das Mittagessen angeboten wird. Und das ist von der Auswahl her schon absolut irre. Eine riesige Salatecke, gefolgt von der italienischen Station mit Calzone, mit Lasagne, mit Risotto. Wir sind hier wohlgemerkt beim Mittagessen, ne? Mitarbeiter ist super nett hier, aber da haben wir ja in Ägypten sowieso keine Probleme mit. Dann haben wir hier noch eine kleine asiatische Ecke. Schaut euch das an, das ist doch irre, oder? Hi. Dann kommt hier die europäische Station mit klarer Gemüsesuppe. Mensch, die dürften wir sogar essen während dem Fasten. Wahnsinn. Mit Geflügelsoße, Suppe, Chicken Milanese, also Hühnchen Mailänder Art, eine Seebrasse gegrillt. Leute. Also wirklich, das ist vom Angebot her auch sehr hochwertig. Nicht nur viel, sondern hochwertig. Dann natürlich darf nicht fehlen, wir sind ja hier in Ägypten, die orientalische Ecke. Da gibt es gegrilltes Gemüse, Lammkebab gibt es heute. Geh mal näher ran hier. Das sind Lammfleischstücke. Dann gibt es natürlich, denke ich mal, auch Kofta. Das ist aus Hackfleisch. Das ägyptische Fladenbrot. Oh, da gibt es Mahshi. Mahshi, das sind gefüllte Gemüsesorten oder Weinblätter oder man wickelt das auch in Kohlblätter ein. Heute machen sie es hier mit Weinblätter und da kommt eine Reismischung rein. Es schmeckt mega lecker. Ich liebe das. Am liebsten esse ich das mit Weißkohl. So, die Geräuschkulisse ist wahrscheinlich jetzt für euch ziemlich heftig, weil ich kein professionelles Mikro aufgesteckt habe. Aber ich denke, einfach mal so zwischendurch zeigen, was hier mittags geboten wird. Also ich persönlich bin ja auch so ein Lustesser, nicht so ein Hungeresser. Ich würde nicht am Pool liegen bleiben, würde mir einen Snack servieren lassen. Ich würde hier mittags garantiert was vom Buffet holen. Also es ist wirklich mega klasse. Und es verteilt sich auch super gut. Also Sie sehen, an jeder Station stehen auch reichlich Leute. Das Hotel ist, auch wenn es sich im hochpreisigen Bereich bewegt, was ja wirklich jeden Cent wert ist hier, ist voll gebucht. Na, hier wird sogar die Feuershow noch gemacht. Make your own Risotto. Da kannst du also bestimmen, wie dein Risotto gemacht wird. Also, klasse. Einfach klasse. Was soll ich sagen? Ofenfrische Pizza. Und diese riesige Salatstation. Mega. So, das wollte ich euch zusätzlich noch zeigen zu dem Rundgang, den die Astrid ja schon gemacht hat. Deswegen habe ich mich hier einfach nochmal eingeklinkt. Und wir sehen uns ja gleich schon wieder, wenn ihr wollt, live auf Sonnenklar TV. Und wir freuen uns darauf. Das ist wirklich ein tolles Hotel. Wir sehen uns. Tschüss.